Grüße Berli zum November-Vivilog 2016. Das Jahr ist fast vorbei. Es ist bald Weihnachten, aber heute ist ein sehr, sehr schöner Tag tatsächlich. Ja. Was gibt's zu quatschen? Was gibt es, wie man schon hört? Wir haben einen neuen. Jetzt gibt er mal wirklich Gas. Wir haben einen neuen Vogel in der Crew. Einen neuen Birdie. Und da würde ich vorschlagen, wir kommen auch direkt zum ersten Thema. Ich weiß nicht, wie viel Gas der heute geben wird in der Aufnahme, aber der ist gerade richtig gut dabei. Das erste Thema wird leider Pietes Tod sein. Der Piet ist am 13.10. musste der eingeschläfert werden, leider Gottes. Und ich finde das so unfassbar traurig und ich vermisse diesen verrückten, ängstlichen Vogel so sehr. Zumal er auch einfach diesen Kanal total geprägt hat, weil er ja immer überall reingequatscht hat, habe ich ihn ja quasi damit auch vermarktet. Und damit sind auch die Birdies groß geworden. Damit ist auch alles in diese Vogelrichtung gegangen. Alles dank dem Piet. Und ich hätte echt gehofft, er würde noch länger bei uns bleiben. Aber ich hoffe, da wo er ist, geht es ihm gut. Und ich trage ihn auf jeden Fall immer im Herzen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Yuki auch nicht alleine lassen. Deswegen gibt es den Pumpkin, der wirklich heute richtig viel Gas gibt. Der ist gut drauf. Aber darf er ja auch sein, darf er ja auch sein. So soll es nicht sein. Der ist total süß und klein und total unbedarft. Und der ist auch nicht so ängstlich und das ist total krass teilweise. Gibt es noch etwas, wo ich echt wieder mal von euch baff bin? Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Also, ich meine, ich hatte jetzt eine ganz schlechte Woche. Das hat auch hier irgendwie mitbekommen, weil das auch Dinge waren, die mich persönlich echt runtergezogen haben, weil diese Person, die es auch betrifft, mir super, super wichtig ist. Und das ist einfach alles scheiße gelaufen, sind wir mal ehrlich. Es ist wirklich super scheiße gelaufen und ich... Herrgottzeiten, ey, ganz ehrlich, wie geil seid ihr eigentlich? Ich meine, Nesi hat das ja alles initiiert, dass sie die Leute angeschrieben haben und gefragt haben, ob sie sich beteiligen können. Ich habe das wirklich überhaupt nicht mitgerechnet, weil ich sowas in keinster Weise von euch erwarte. Ich erwarte von euch überhaupt nichts. Das merke ich auch immer wieder. Ich bin super glücklich, wenn ihr da seid, aber wenn ihr nicht da seid, dann nehme ich euch das auch nicht krumm oder sonst irgendwas. Ich freue mich einfach, wenn ihr da seid. Und wenn ich aber dann sowas zurückkomme, dann sitze ich da wirklich immer so und denke so, was geht denn jetzt bitte ab? Ich bin einfach nur baff und möchte mich hier in diesem Vivilog auch echt nochmal ganz, ganz herzlich an all die tollen Bilder, die ihr mir gezeichnet habt, zur Aufmunterung danken. Also das ist unfassbar, fassbar geil. Also ich saß da wirklich, ich hatte Pipi in den Tränen, als ich das gesehen habe, weil ich einfach nur dachte, wow, wie krass seid ihr eigentlich? Warum? Warum? Also ich habe mich sau geehrt gefühlt und der Falkenwind, der war ja zu dem Zeitpunkt noch im Discord, als ich die Mail gecheckt hatte. Und der hat auch gar echt gemerkt, mir stockte wirklich so die Sprache und ich dachte nur so, krass, wie lieb seid ihr denn? Und ich möchte mich natürlich auch bedanken und werde die ganzen Bilder jetzt hier auch einblenden. Wir haben einmal ein Bild von Doppelkammer-Toaster, dann einmal von der Arazenia, von Miss Entertain ist dabei, Lucy Susi ist auf jeden Fall bei der Porsche. Wobei ich mit der Porsche wirklich gar nicht so viel zu tun habe. Und da denke ich mir auch so, wow, wie krass bist du, dass du mir das reinschickst. Und ach, den Sepp, den habe ich noch vergessen. Siehst du, den Sepp habe ich noch vergessen. Ich wusste, da fehlte noch einer. Sepp, auch vielen Dank an dich. Und hey, ganz ehrlich, ich erwarte wirklich von euch nichts. Ich erwarte einfach nur, dass ihr euch von mir unterhalten fühlt. Das sind aber Erwartungen, die ich dann wiederum an mich selber habe, dass ich das auch irgendwie hinbekomme, euch zu unterhalten. Und wenn man dann so eine Resonanz bekommt, dann ist man wirklich sprachlos. Dann ist man sprachlos und unfassbar dankbar. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ihr kriegt jetzt ein kitschiges Herzchen. Und ich gucke erstmal nach, ob das Herzchen auch richtig ist. Aber ihr kriegt ein kitschiges Herzchen von mir. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid so hammer, hammer krass. Kommen wir dann weiter zum nächsten Thema. Nächstes Thema wäre, wir haben nur noch einen Moderator, das ist die Nesi. Das wird jetzt auch erstmal die Nesi bleiben nur. Ich finde es scheiße, dass der Taschan halt nicht mehr da ist, aber das obliegt jeden seiner eigenen Entscheidung und ich kann es auch nachvollziehen, dass er quasi sich entschieden hat zu gehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Ich finde es traurig, dass das alles so passieren musste, aber so ist wohl leider ab und an das Leben, ne? Dann kommen wir zu den Streams im Allgemeinen. Ich finde, eigentlich läuft es sehr, sehr gut. Wir hatten jetzt im Oktober recht wenige Streams, aufgrund auch dessen, dass ich eine Woche Pause gemacht hatte. Es wird natürlich immer weiter in Overwatch geben, definitiv Overwatch. Ich bin ja sowieso jetzt ein Competitive Overwatch-Streamer, ich deklariere das mal so. Und momentan wird es auch noch The Witcher 1 als
Spiel so an sich geben. Vielleicht spielen wir auch mal zwischenzeitlich etwas kleinere Spiele, die so eben nicht so länger dauern. 2017, sage ich jetzt mal von vorne weg, wird es ein bisschen anders werden. Aber das werde ich euch dann alles am 1.1. mitteilen. Am 1.1. gibt es übrigens auch noch eine Just Dance 2017 Dance Party auf meinem Channel als Stream. Dann werde ich mal für euch tanzen. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig peinlich. Aber ich ziehe es durch und ihr dürft auch lachen. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich selber lachen, weil ich mich ja selbst an meiner Webcam sehe. So sehe ich gar nicht, wie ich rumhampel, aber es wird lustig. Ich gucke mal, dass ich dann für Weihnachten, für den Dezember wirklich irgendwie einen kleinen Adventskalender oder zumindest an den Adventstagen irgendein Giveaway starten kann oder sonst dergleichen. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Ich hoffe, die Leute, die jetzt die Giveaways endlich erhalten haben, haben sich mega darüber gefreut. Also ich bin auch stolz auf mich, dass ich es endlich rausgeschickt habe. Vorweg, ich möchte mir hier anmerken, bei meinen Giveaways gibt es dann immer 1 bis 4 Wochen Lieferzeit von jetzt an. Was die Creator Streams angeht, habe ich momentan, ich bin da momentan im privaten Ding zugange und deswegen möchte ich das gar nicht streamen. Und ich würde sagen, wir können jetzt zur Endcard einfach kommen. So, jetzt sind wir bei der Endcard. Bitte vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Das hilft mir persönlich immer ein bisschen weiter, ein bisschen auf YouTube auch die Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Das wäre super, wobei ich mich sowieso auf Twitch weiterhin absolut fokussiere. Wie gesagt, ihr könnt mich bei Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter auch finden und natürlich ganz wichtig, der Twitch-Kanal, wo wir immer live sind. Die Schedules werde ich natürlich weiterhin uploaden. Ich habe jetzt momentan den für diese Woche vergessen bis dato, aber der kommt später auch noch. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen November. Langsam geht es ins Weihnachtsfeeling und ich freue mich darüber und ich freue mich auch auf nächsten Monat mega. Ich liebe Weihnachten einfach. Macht es gut und bis dahin. Ciao!